Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein sehr leckeres Rezept für euch. Wer Toffifees mag, wird diese Schnitten lieben. Und das Gute daran ist, die sind auch noch No-Bake. Ihr könnt den Backofen auslassen und direkt loslegen. Wir fangen damit an, die Karamellsoße herzustellen. Dazu kocht ihr einmal die Sahne auf. Und dann habe ich hier weiche Toffee-Bonbons, Karamellbonbons mir besorgt. Diese gebe ich direkt in die heiße Sahne rein und rühre so lange, bis die komplett aufgelöst sind. Sollten die sich nicht komplett auflösen, gebt den Topf nochmal auf den Herd, auf kleine Stufe und rührt so lange, bis alles dann aufgelöst ist. Als nächstes gebt ihr 12 Toffifees auf Seite von den zwei Paketen. Bei mir waren es jetzt 9. Ich weiß nicht, warum ich nur 9 auf Seite gestellt habe. Ja, die brauchen wir hinterher für die Deko und die restlichen, die hackt ihr einmal in kleine Stücke. Jetzt kommen alle anderen Zutaten in eine Schüssel und werden für etwa 2 Minuten kurz verrührt. Nun kommen auch noch die gehackten Toffifees dazu und werden kurz untergehoben. Als Bodenersatz habe ich hier Biskuitplätzchen genommen. Diese tunke ich mir kurz in Milch und gebe die dann in meine Auflaufform. Ihr könnt auch zum Beispiel einen Backrahmen nehmen, was ihr halt gerade da habt. Und achtet nur darauf, dass ihr die nicht zu lange in Milch tunkt, weil diese sonst zu weich werden. Und das ist dann auch nicht schön. Als nächstes gebt ihr die Hälfte der Creme dazu und streicht die einmal glatt. Meine Karamellsoße ist jetzt zimmerwarm, deswegen habe ich die als erstes hergestellt. Die darf auf keinen Fall heiß sein. Und die verteile ich jetzt einmal darauf. Das war gut die Hälfte der Soße. Und dann fange ich auch schon wieder an, die Biskuitplätzchen zu tunken und ebenfalls wieder drauf zu verteilen. Jetzt kommt die restliche Creme darauf, auch diese wird glatt gestrichen. Und achtet bitte darauf, bei den Toffifees, wenn ihr die in Stücke schneidet, dass ihr nicht zu große Stücke habt, sonst habt ihr echt Probleme, die Creme zu verteilen. Zum Schluss verteile ich noch die restliche Karamellsoße darauf und streiche die aber diesmal mit einer Winkelpalette schön glatt. Und dann kommt das Ganze für 2 Stunden mindestens in den Kühlschrank. Ihr könnt es aber auch super über Nacht in den Kühlschrank stellen. Für die Deko habe ich mir noch ein Päckchen Sahne mit einem Päckchen Sahnesteif schön steif geschlagen. Das habe ich mir in einen Spritzbeutel gefüllt mit einer Sterntülle und habe mir dann 12 Rosetten aufgespritzt. Zum Schluss gebe ich noch die Toffifees auf, die Tupfer. Und spätestens da habe ich dann auch gemerkt, dass ich nur 9 Toffifees hatte und keine 12. Also habe ich mir gedacht, mache ich jeden zweiten nur mit Toffifee und die restlichen habe ich mit Schokoraspeln. Aber denkt am Anfang dran, 12 auf Seite zu legen. Hier zeige ich euch wie immer den Anschnitt und da seht ihr auch, wie dass die Karamellsoße nicht ganz fest wird und noch schön darunter läuft. Also ich kann euch nur sagen, wer auf Karamell steht und auf Toffifees, der muss die mal ausprobieren. Meine Familie war begeistert, die haben gar nicht genug bekommen davon. Also ich finde, der ist relativ schnell gemacht und hier seht ihr auch, wie weich der Boden ist. Probiert es gerne mal aus. Ich würde mich über jeden Kommentar freuen, euer Feedback ist mir immer wichtig. Und wenn ihr das mal nachmachen solltet, könnt ihr mich gerne bei Instagram oder Facebook markieren, damit ich auch eure tollen Werke sehen kann. Das war's schon wieder für heute. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine tolle Restwoche. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.